Wirtschaft braucht Verlässlichkeit. Das war das Motto des Neujahrsempfangs der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Rund 300 Gäste folgten der Einladung und hörten gleich zum Auftakt eine selbstbewusste Rede des parlamentarischen Geschäftsführers Florian Streibel. Im vergangenen Jahr haben wir einiges an Arbeit und Aufgaben hier im Landtag erledigt. Und so neben der bis jetzt noch leider etwas unerkannten Aufgabe, dass wir hier die Ideengeber der bayerischen Staatsregierung sind. Und gut, nicht immer befolgen sie unsere Ideen. Und wir wissen ja auch, dass die göttlichen Ratschläge übers Hofbräuhaus nicht rausgekommen sind. Aber neben diesem Auftrag, Ideen zu geben, haben wir natürlich auch den Auftrag, die Staatsregierung zu kontrollieren. Und das haben wir im letzten Jahr mit über 444 Anträgen bzw. Anfragen an die Staatsregierung gemacht und durch die Einsetzung von 2 Untersuchungsausschüssen, an denen wir nicht ganz unmaßgeblich beteiligt sind, den Untersuchungsausschuss Labor und den Untersuchungsausschuss Modellbau, über den schon eine Ministerin ihr Amt verloren hat. Auch für die bayerischen Unternehmen wollen sich die Freien Wähler einsetzen. Schließlich sei die Wirtschaft das Rückgrat der Gesellschaft und Garant für den Wohlstand im Freistaat. Doch die Politik treffe oft fehlerhafte Entscheidungen, die den Mittelstand nur verunsichern, erklärt der wirtschaftspolitische Fraktionssprecher Thorsten Glauber. Sie als Unternehmer brauchen Planungssicherheit. Derzeitig oft widersprüchliche politische Kurs, der mal diese, mal jene Interessensgruppen begünstigt und von Lobbyismus geprägt ist, ist wirklich nicht dazu prädestiniert, Vertrauen und das Gefühl von Sicherheit zu schaffen. Es gibt zu viele staatliche Eingriffe und unausgegorene Reformen im Bereich der Rente, des Arbeitsmarkts, der Energiepolitik. Und verehrte Gäste, wenn eine große Koalition in Berlin verhandelt wird und es werden Monstranzen vor sich hergetragen, wie die Maut oder wie der Mindestlohn, und dabei wirklich die Gestaltung und der Weitblick des Landes nicht in einen Koalitionsvertrag fließt, dann sind es die falschen Signale für uns, für Handwerk, Mittelstand und Selbstständige. Der Mittelstand Bayerns benötige jedoch genau das Gegenteil, so Glauber. Planungssicherheit ohne ausufernde Bürokratie und überflüssige Eingriffe der Politik. Scharf kritisierte der Fraktionsvorsitzende Hubert Aiwanger die Große Koalition in Berlin, gerade im Hinblick auf das aktuelle Mindestlohngesetz. Die Politik dürfe keine voreiligen Entscheidungen treffen, sondern müsse behutsam und durchdacht handeln. Das heißt, eine Politik muss zunächst mal überlegen, was sie tut. Nicht Schnellschüsse starten wie bei diesem Mindestlohn, wo man dann nachher die Scherben einsammeln muss. Schnellschüsse zu starten, obwohl man monatelang diese Koalition ausgehandelt hat, unterschrieben hat, auch als bayerischer Ministerpräsident, und dann nachher sagen muss, wie so oft in letzter Zeit, ja, das war nicht beabsichtigt mit dieser Unterschrift. Man unterschreibt einen Euro-Rettungsschirm und beklagt sich dann, dass man immer gefragt wird. Man beklagt eine Stromtrasse jetzt, nachdem man sie unterschrieben hat. Man beklagt jetzt die Auswirkungen des Mindestlohns, nachdem man es unterschrieben hat. Meine Damen und Herren, unsere Vorstellung von Politik ist eine andere. Unsere Vorstellung ist, mit den Betroffenen erst reden, erst das Hirn einschalten, dann unterschreiben, dann Entscheidungen treffen. Ein Unternehmer, wenn so arbeiten würde, wie diese heutige bayerische Staatsregierung arbeitet, meine Damen und Herren, der wäre schon pleite. Wenn am 1. Januar die Firma begonnen hätte, wäre er das erste Monat ist rum, wäre er heute schon pleite. Die Freien Wähler müssten sich im neuen Jahr nicht neu erfinden. Sie werden weiterhin das Wohl der Bürger im Auge behalten und Politik für die Heimat machen. Das bleibe, so kündigt Aiwanger an, auch 2015 das wichtigste Anliegen seiner Fraktion.